Der Lustmord einer Schildkröte. Dies ist keine sodomitische Geschichte. Es ist eine ganz einfache, wahre Geschichte. Und alles, was dabei wüst ist, ist von oben bis unten von mir dazu gelogen worden. Das wird man gleich sehen, aber nur dadurch wurde eigentlich eine Geschichte daraus. So war es. Vor Jahren, als ich noch jung, schön, reich und knusprig war, hatte ich einen Freund, der war Schauspieler am Hebbeltheater. Kurt Eckener hieß er, war jugendlicher Liebhaber und ein blonder, stattlicher Bursch. Doch hatte er immer Pech mit seinen Wohnungen. Bald wohnte eine Klavierlehrerin neben ihm, bald wurde er hinausgeworfen, weil er nächtlicherweile ein Fräulein mit nach Hause nahm. Bald bekam seine Hauswirtin ein Baby, das ein ganz besonders trefflicher Schreier war, bald... Kurz, mein Freund Kurt musste immer umziehen. Nun war da ein Mäzen, Herr Franz Lehmann, Möbelstofffabrikant. Der hatte ein mächtig großes Haus in der Berliner Straße und wohnte ganz allein darin. Solche Dinge gab's noch in jener schönen Zeit. Herr Lehmann also bot dem Schauspieler an, er solle doch bei ihm wohnen. Na, und der war's gewiss zufrieden. Also Kurt zog zu Lehmann und ließ sich's wohl sein. Und da er glaubte, dass er sich doch erkenntlich zeigen müsse für die gastliche Aufnahme, so machte er sich nützlich um die Tiere im Hause. Nicht um die prächtigen Hunde, die verstanden es allein, sich durchzusetzen. Aber Herr Lehmann hatte zwei Söhne, die nun irgendwo studierten. Als sie noch Schulbuben waren, hatten sie sich große Terrarien angelegt. Diese waren noch da und alle Tiere noch darin. Schlangen, Frösche, Blindschleichen, Eidechsen, Schildkröten. Ganz gewiss wurden sie gefüttert von der Dienerschaft, aber es war doch keine liebevolle Pflege. Da also sprang Kurt ein. Er liebte Tiere nicht weniger als die Lehmannsbuben. So brachte er manche freie Stunde mit den Terrarien zu. Er reinigte sie, bepflanzte sie frisch. Kurz, er schuf aus alten Dreckstellen wieder reptilienwürdige Behausung. Nun war da eine uralte, mächtige, große Schildkröte, die schon Herr Lehmann selber als Knabe gehabt hatte. Olli hieß sie. Die hatte sich mit der Zeit so über und über vollgedreckt, dass man kaum mehr ihre Panzerplatten erkennen konnte. Kurt dachte, dass sie ein Bad dringend nötig habe und beschloss, sie zu reinigen. Also nahm er sie, setzte sie in die Badewanne und drehte die Hähne auf, mischte das Wasser hübsch lauwarm, so wie alte Schildkröten es gern haben. Da lärmte das Telefon. Kurt lief hin, er wurde vom Theater zu einer dringenden Probe gerufen, er vergaß die Olli, nahm Hut und Mantel und eilte fort. Erst nach Mitternacht kam er zurück. Erst dann fiel sie ihm wieder ein. Aber da war das Unglück längst geschehen. Die arme alte Landschildkröte war elend versoffen. Das war nun dem Herrn Lehmann völlig gleichgültig. Aber meinem Freunde Kurt gar nicht. Der war untröstlich, wurde fast menschenscheu und ging eine Woche lang kaum aus dem Hause. Schließlich rief mich Herr Lehmann auf, ich solle mich doch mal nach dem Jungen umsehen. Das Getue sei doch zu dumm um so eine alte, blöde Schildkröte. Ich suchte ihn also auf, überredete ihn, nachts zum Kaffeehaus zu kommen. Er versprach's auch, da sah er ja wohl ein, dass man nicht ewig um das Geschöpf trauen könnte. Also, ich saß da, nach dem Theater, und wartete auf ihn. Immer voller wurde unser Tisch. Ein paar Maler und Dichter, drei Schauspielerinnen und eine kleine Tänzerin. Nur der Kurt erschien nicht. Gerade nach dem aber fragte das hübsche Tanzmädchen. Und nun kommt das, was an dieser Geschichte wüst erlogen ist. Nämlich, ich log. Wie und warum, das weiß ich nicht. Ich fing so an und war auf einmal mittendrin. »Ich weiß gar nicht«, sagte ich sehr ernst, »ob wir den Kurt Eckener überhaupt an unserem Tisch noch dulden können. Ich bin gewiss kein übersittenstrenger Mensch, aber schließlich muss man doch irgendwo Halt machen. Was der Kerl aber angestellt hat, überbietet alles, was jedes entartesten Menschen perversen Geschmacks sich ausdenken konnte.
Ihr kennt doch die Olli, die ehrliche alte Schildkröte des Herrn Lehmann. Nun, Kinder, es ist besser, dass ich euch reinen Wein einschenke, als die Sache zu vertuschen. Das arme Tier ist gar nicht ertrunken, wie der Lehmann in seiner Gutmütigkeit erzählt. Es ist vielmehr der brutalen, eklen Gier dieses Lüstlings Kurt zum Opfer gefallen. Der Kerl hat sie vergewaltigt. Eine Schildkröte. Pfui über ihn. Lehmann weiß natürlich ganz genau Bescheid. Er hat die Kröte selbst im Garten bestatten lassen, aber ihren mächtigen Panzer hat er reinigen und glattputzen lassen. Dann ließ er mit goldenen Buchstaben darauf malen: Dies ist die unsterbliche Hülle Ollis, die durch 40 Jahre des Hauses Lehmann treue Freundin war. Lust gemordet wurde sie am 14. November 1913 durch Kurt Eckener, ersten jugendlichen Liebhaber am Hebbeltheater zu Berlin. Rest in Peace. Das steht auf der armen Olli Panzerschale. Ihr könnt euch alle selbst davon überzeugen. Geht nur zu Herrn Lehmann in die Berliner Straße. Über seinem Bett hängt sie. Da sprang am Nebentische ein sehr dicker Herr auf. Höchst aufgeregt war er, warf seinen Stuhl um und keuchte heran, trat dicht zu mir hin, atemschnappend. Sein Atem beschlug seinen Zwicker, der an einer langen schwarzen Schnur hing. Er nahm ihn ab, putzte ihn, setzte ihn wieder auf die Nase. Herr! Fuhr er mich an. Herr, entschuldigen Sie, aber ich kann nicht anders, Herr. Sagen Sie mir, ist das wahr? Natürlich ist das wahr, rief ich entrüstet. Glauben Sie etwa, dass ich lüge? Überzeugen Sie sich doch. Gehen Sie doch selbst zu Herrn Franz Lehmann in die Berliner Straße. Ich danke Ihnen, japste der dicke Herr. Er schlug die Hacken zusammen, verbeugte sich, ging zum Ständer, nahm Mantel und Hut. Dann warf er Geld für sein Bier auf seinen Tisch, nahm wieder den frisch beschlagenen Kneifer ab, putzte wütend an ihn herum, während er hinauseilte. Wir werden ja sehen, rief er. Werden ja sehen, da hört doch rein alles auf. Und das alles platzte so plötzlich hinein, dass die Leutchen an unserem Tisch über meine blöde Geschichte noch nicht einmal ordentlich gelacht hatten. 4 Tage darauf kam mein Freund Kurt zu mir. Kreidebleich war er und sehr bös. Eine nette Suppe habe ich ihm eingebrockt. Das könnte ihm seine Stellung am Theater kosten und erst recht seine Epauletten als KOK-Leutnant der Reserve. Und ich müsste sofort zur Polizei und versuchen, es wieder in Ordnung zu bringen. »Was ist denn los, Mensch?« rief ich. »Na, der dicke Herr vom Nebentisch hatte eben die Anzeige erstattet und er, Kurt Eckener, war vor die Polizei geladen worden, um sich zu verantworten wegen Lustmordes an der Schildkröte Olli.« Ich beruhigte ihn, so gut es gehen wollte. Er solle nur die Polizei anrufen und mich laden lassen. Ich würde gern hingehen und sagen, dass ich alles erlogen habe. Richtig, schon am nächsten Tag bekam ich eine Vorladung. Ich hatte vor, ganz ehrlich meine Gemeinheit einzugestehen. Zu sagen, dass es ein blöder Witz und ein haarsträubender Unsinn sei. Aber wie ich dem komischen Polizeihauptmann gegenüber saß, der mit seinen runden Glotzaugen mich anstarrte, als ob ich zumindest an diesem Lustmorde beteiligt sei, da ging es nicht. Ging mit dem besten Willen nicht. Ich musste wieder lügen, noch viel dicker und wüster als zuvor. Und diesmal wurden all meine Lügen zu Protokoll genommen. Ich gestand stotternd, dass ich einem geheimen Club angehöre. Ich und Kurt Eckener auch. Einem Club gleichgesinnter, degenerierter Seelen, die sich zur Aufgabe gestellt hätten, das Unmöglichste der Welt zu lieben und das Geliebte dann der Gier zum Opfer zu bringen und Lust zu morden. Meist seien es Tiere, auch Greise, Kinder, Säuglinge, aber zuweilen noch viel unausdenkbarere Dinge. »Was lieben Sie denn?« vermischte der Gewaltige an. »Ich? Ich?« stammelte ich nach einer Antwort suchend. »Erlassen Sie mir das, Herr Hauptmann!« Aber er schrie mich an. »Entweder Sie gestehen, oder ich lasse Sie auf der Stelle verhaften!« Meine linke Hand spielte in der Westentasche. Eine Freimarke kam mir zwischen die Finger. Ich zog sie heraus, legte sie auf den Tisch. »Da, Herr Hauptmann«, stotterte ich, »das liebe ich. Das ist meine Mätresse.«
Er starrte mich ratlos an. »Was?« sagte er. »Machen Sie mir keine dummen Faxen vor.« »Es ist wahr«, begann ich demütig, nahm mein Taschentuch und führte es an die Augen. »So unglaublich es klingt, es ist wirklich wahr. Ich liebe eine grüne, ungebrauchte 5-Pfennigs-Briefmarke. Oh, Herr Hauptmann, Sie begreifen ja nicht, wie tief, wie symbolisch, wie unendlich künstlerisch diese Liebe ist. Diese Marke ist weiblich. Sie trägt das Bild der brustbepanzerten Germania.« »Was ist die Germania? Meine Mutter ist sie. Ihre Mutter. Aller deutschen Mutter. Stellen Sie sich vor, Hauptmann, die eigene Mutter sinnlich und brünstiglich zu lieben und sie eines Tages in rasender Lust hinzumorden, zu zerreißen, zu verbrennen, auf irgendeine grauenvolle Weise zu vernichten. Können Sie die Qualen solcher Wonne ermessen? Stellen Sie sich vor...« Der Polizeihauptmann unterbrach mich. »Ich habe mir hier gar nichts vorzustellen. Das ist die Sache des Gerichts. Die Marke nehmen wir als Corpus Delictum zu den Akten.« Aber schon hatte ich sie ergriffen und wieder in die Tasche geschoben. »Das werden Sie nicht tun«, jammerte ich. »Meine Geliebte lasse ich mir nicht rauben. Ich will Ihnen gern 100 andere Marken kaufen, aber lassen Sie mir diese eine. So grausam können Sie nicht sein, Herr Hauptmann.« Die Tür öffnete sich. Ein Schutzmann riss die Hand an die Mütze, meldete, dass der langgesuchte Einbrecher Hase endlich gefasst und eben eingeliefert worden sei. Der Polizeihauptmann vergaß meine Briefmarke, ging hinaus. Inzwischen machte der Schreiber in aller Ruhe Butterbrot essend sein Protokoll fertig. Nach einer halben Stunde kam der Hauptmann zurück. Das Protokoll wurde mir vorgelesen. Ich musste es unterschreiben. »Stimmt alles genau?« fauchte der Hauptmann. »Alles«, bestätigte ich. »Ich mach Sie darauf aufmerksam«, rief er, »dass Sie vor Gericht es beschwören müssen. Können Sie das mit gutem Gewissen?« »Mit dem größten Vergnügen«, antwortete ich. Dann war ich entlassen. Der Kurt Eckener wurde noch dreimal verhört. Er leugnete drauf los. Der Herr Lehmann wurde vorgeladen, aber er war verreist. Ich wurde noch einmal vorgeladen, auch zwei der Leute, die damals im Kaffeehaus mit mir am Tische saßen. Aber wir drückten uns. Und dann hörten wir auch nichts mehr. Die Sache kam nicht vor Gericht. Leider, leider. Irgendein gescheiterter Staatsanwalt muss die Polizeiakten gegen Eckener und Genossen in den Papierkorb geworfen haben. Schade drum. Es wäre so ein netter Prozess geworden.